oder jung, ob groß oder klein, ob Männer oder Frauen. Denn das ist keine Party, Digga, das ist ein Fanfest. Ja, das ist keine Party, Digga, das ist ein Fanfest. Olli! Siehste, wir haben Portugal weggehauen. Und Ronaldo, der hat gar nichts gerissen. Nur geheult. Genau. Und außerdem habe ich gesagt, dass wir Portugal weghauen. Ich war das. Ja, schön. Aber dann könnt ihr jetzt den Fernseher endlich wieder wegnehmen vom Strand, ne? Nun setz dich erstmal wieder hin und nimm dir noch ein Bier. Ronaldo hat doch gestern eine super Leistung abgeliefert. Das war viel schwieriger, den Lahm in der Einmannmauer zu treffen, als dann vorbeizuschießen. Und sag mal, was ist das eigentlich für ein komisches Ding mit den Schuhen? Passt denn da keiner mehr auf? Einen habe ich gesehen, der hatte einen blauen und einen pinken Schuh an. Wie sieht das denn aus? Guckt sich Mutti das nicht an, ob die Jungs morgens die richtigen Schuhe anziehen? Nee, das ist, damit du jetzt rechts und links unterscheiden kannst, wenn du nicht so helle bist. Kannst jetzt sowieso tragen, was du willst. Gelbe Schuhe für die Treffsicherheit, rote Schuhe für die Liebe, grüne Schuhe für die freie Bahn, orangene Schuhe für Horst, Leuchtschuhe für Spiele in der Dunkelheit, lila Schuhe für Mädchen, goldene Schuhe für den Sieger, gepunktete Schuhe, Rollschuhe, Stöckelschuhe, Schlittschuhe, Schneeschuhe, Plateauschuhe für Lahm, gar keine Schuhe für die Spanier, brauchen eh keine mehr, können nach Hause fahren, Schuhe mit Klettverschluss für Robben, damit er sich nicht mehr stundenlang seine Senkel zubinden muss, schwarz-weiße Retro-Schuhe für die ganz alten Spieler, Häschenschuhe für die Gemütlichkeit. Ach, eigentlich können die gleich alle rumlaufen wie Pippi Langstrumpf. Was machst denn du da jetzt? Ich mach mir jetzt mein eigenes Orakel. Was denn für ein Orakel? Das Möwenorakel. Komm, putschi, 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 putsch. Wie soll das denn gehen? Mann, die Mannschaft mit dem Eimer, zu dem die Möwen fliegen, die gewinnt. Da ist ja nur im deutschen Eimer was drin. Natürlich, sonst geht das ja noch schief mit dem Orakeln. Ach so, ach ja? Ach, na klar. Boing, boing. Juhu, yippie! Huch!